Budapest ist für Hankook eine Art Heimspiel. Wenn man aus dem Zentrum mit Parlament und Kettenbrücke die Donau 60 Kilometer abwärts fährt, dann kommt man zum hochmodernen europäischen Produktionsstandort von Hankook. Die riesige Anlage ging 2007 in Betrieb und wächst seitdem immer weiter. Mitte dieses Jahres wird man soweit sein, hier jedes Jahr 19 Millionen Reifen produzieren zu können. Dann wird auch die Zahl der Angestellten von derzeit 2600 auf insgesamt 3300 angestiegen sein. Produziert werden hier Reifen für Pkw und leichte Trucks. Die Hankook-Rennreifen für die DTM und die Formel 3 kommen allerdings nicht von hier, sondern direkt aus Korea. Die Entwicklung und Produktion der Straßenreifen dürfen wir hier nicht zeigen, aber wir entdecken natürlich die Anzeichen der DTM. Viele Hankook-Angestellte lassen sich die Chance nicht entgehen, an der Rennstrecke dabei zu sein. Und in der Hospitality kann Lee Sang-il, der Direktor des Werkes, sogar den koreanischen Botschafter begrüßen. Ich bin sehr stolz auf unser Unternehmen und ich bin von der DTM hier auf dem Hungaroring total begeistert.